So, meine Freunde, willkommen zurück. Ich habe mir jetzt mal ein paar Tipps geben lassen, wie man das denn am besten löst. Und die Lösung ist ziemlich banal. Bin aber nie ganz drauf gekommen. Wir klappen hier eine Socke drüber. Dann geht das Ding nicht komplett zu. Wir machen das auf. Und können uns dieses Ding da nehmen. Als nächstes können wir den Roboterarm benutzen, um diese Luke zu öffnen. Da er ja fest genug ist. Und sehen, es bewegt sich was. Unfassbar! Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Rowell. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden ja schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elf. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Ja, Rufus to the rescue. Jetzt gehen wir mal durch diese Luke und kommen dann hier hin. Und wir nutzen den mittleren Schalter. Aha. Nehmt das. Nein, nicht. Was ist das? Und sie fliegt raus. Oh. Oh, das war dann wohl der falsche Weg. Ja. Verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ha, ha, ha! Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tschat, tschat, tschat. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Oh, ich finde den Typen so klasse. Voll Mongo, aber hat er auch verdient, so eine Art Vollidiot, wie der ist. Aua. Hat er mal eingeschlagen wie eine Zwölfe. So nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Ja, ja, ist schon klar, Rufus. Also mach dir da mal keinen Stress. Schwarzes Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Er ist ja auch kein Wunder. Bei deinem Anblick und deiner Stimme würde mich auch alles langweilen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. So. Die Trucktür. Na toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Ja, ist ja bitter. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Hier. Dies könnte alles heißen, genau. Was haben wir hier? Zum Dorfkern? Geht's da runter? Nee, dann gehen wir mal zum Dorfkern. Und schauen uns mal um hier, was wir hier noch so haben dort. Was ist denn hier los? Weiß ich nicht. Das kannst du mir bestimmt auch gleich sagen. So. So einen anderen am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Ah ja, das ist natürlich gerechtfertigt, wie man weiß. So, in die Gasse.
Das dürfte dann wohl das Rathaus sein. Tonis Laden. Ach, wir sind immer noch in... Ah, okay. Tonis Laden. Da kommen wir nicht rein. Das ist zu Tonis Hütte. Und Wenzels Haus. Was haben wir hier? Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen. Oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Fluchtplan. Okay, und was haben wir hier zum Wassertank? So, wir werden zum Wassertank gehen, weil das erstens mal direkt am Eingang ist und ich will mal gerne reinschauen, was wir hier so haben. So, dann können wir gleich mal an uns ein kleines Bild machen. Können wir hier noch irgendwas machen? Ein Hebel oder so? Sonst können wir da nichts machen, oder? Ach so, das Rohr hat er jetzt umgekickt. Na gut, dann gehen wir mal zurück zum Dorfzentrum. Und dann gehen wir mal gemeinsam mit Rufus in der Richtung Rathause. In die Gasse muss ich jetzt nicht unbedingt. Das können wir später machen. So, machen wir das mal hier so. Und hör mal der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, geh ich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ja, Rufus, da hast du nicht mehr zu sagen. Nehmen wir das gleich mal hier. Was haben wir hier für eine Wartenummer? Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Ja, Nummer 69 ist deine Glückszahl, oder? So sieht's aus, Rufus. Ganz genau. Magnete, können wir die nehmen? Ah, die können wir tatsächlich alle nehmen. Wie sich allerdings dann diese Gegenstände in der Luft halten, ist mir ein Rätsel. Lotti. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ja, wo ist die Frau? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Ja. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Ja. Flätzchen. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Ja, ja. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Ja, ja. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ja. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also ich... Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Alles klar. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. So, können wir mit der ein bisschen was machen? Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Okay.
dann gehen wir mal zum Sitzungssaal. Dort soll ja die, Goal. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Und Dr. Gizmo, oder so heißt er, glaube ich, ist da. Ein Prachtkerl. Oh, was musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Oh. Und er schaut sie an. Und verliebt sich. Ja, jetzt feiert ihn jeder, gell? Genau. So, das reicht jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Okay, Hey, Goal! Goal, aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor! Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Genau, mit Schlaf, ne? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Wahnsinn. Ich werde sie retten. Ha, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Natürlich. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Da hat er aber recht, sowas von. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Nein. Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Ja, das sagst du die ganze Zeit, ne? Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. So, haben wir hier nicht irgendwas? Türknopf. Drücken wir mal den Türknopf hier. So, erstmal einen Türknopf. Was haben wir denn hier? Karton? Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und nimm sie einfach mal.
Genau, da sind wir genommen. Dann haben wir hier auch nichts mehr. Gut. Von Gizmo brauchen wir nichts mehr. Von dem haben wir jetzt alles. So, hier haben wir sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal raus zum Rathaus. So, als nächstes müssen wir mal schauen, wo Wenzel ist. Da er ja den Platz Nummer 62 hat, zum Dorfkern. Die drei Jungs muss ich jetzt nicht sprechen, die interessieren mich nicht die Bohne. So, ich werde mal zu Wenzels Haus jetzt gehen. Da ich denke, dass das sinnvoller ist, als wie zum Beispiel in Tonis Hütte oder so zu gehen. Andererseits, wir könnten ja auch in die Gasse gehen und dann versuchen, in die Apotheke zu kommen.